Was auch immer ganz schön ist, du kommst zu den Firmen hin und dann beschweren sich die Leute. Ich arbeite schon 8 Stunden, halbe Stunde noch Feierabend. Und? Und? Zu lang. Und? Ich arbeite 15 Stunden am Tag. Ist immer so. Steh früh um 3 auf, zum Beispiel. Oder um 2 oder um 1. Dann fahre ich noch die 4 Stunden bis zur Firma. Dann haben wir 7 Uhr früh. Dann wird entladen. Und dann haben wir noch 15 Stunden. Schichtzeit. Fahr und Arbeit. Und dann regen sich die Leute wegen 8 Stunden auf. Das muss man sich im Klaren sein, wenn man den Job hier annimmt. 15 Stunden Schichtzeit. Laden und fahren. Arbeitszeit und Fahrzeit. 15 Stunden. Darüber muss man sich im Klaren sein. Der Job ist nicht einfach. Ich gehe jetzt schon rüber, weil der Kollege hier hinter mir hat ein Problem, offensichtlich Abstand reinzukriegen. Warum auch immer. Ist das eigentlich ein Bus oder ist das ein LKW? Das ist ein LKW, kommt aber nicht vorbei. Dabei fahre ich erst 88. Also wenn ihr jetzt schon Probleme habt bei 88, ich fahre jetzt um 87. Situation, da musst du in die Eisen steichen, weil du kommst an dem LKW nicht vorbei. Wenn er mit dem Arsch auf der LKW-Spur steht und mit dem Führerhaus irgendwo im Graben, da musst du rudern. Du hast einen LKW nebendran, der wohnt gerade, und dann kommt eine leichte Kurve und dann siehst du, da steht plötzlich ein LKW auf der LKW-Spur, quer, mit dem Arsch auf der Spur, mit der Kante, da kommst du nicht vorbei. Gibt es auch Situationen. Oder Pkw-Fahrer, die springen dann auf der Standspur rum, munter, fröhlich, toll, spielen Fußball, glaube ich, weiß nicht genau. Ich weiß, was sie da für ein Blödsinn machen. Da musst du aufpassen. Man muss auf alles gefasst sein. Als Berufskraftfahrer. Auf der anderen Seite musst du das Ding auch beherrschen. Das kommt auch dazu. Und wenn du kommst und sagst, ich schaff das nicht, da um die Kurve rum, weil es ist eng, dann kannst du den Job gleich knicken. Ich habe keinen Platz hier.
wie die eine in Chemnitz war es, glaube ich, ne? Chemnitz. Nicht kein Platz. So, wie lange fährst du LKW? Naja, da war so viel Platz. Da hätten zwei Leopard-Panzer nebeneinander fahren können. Da guckt man einfach mal zum Fenster raus. Das Ding ist breit, die Windschutzscheibe hier. 2,50 Meter breit. Ohne die Spiegel gerechnet. Die Spiegel gehen links und rechts auch nochmal 25 cm raus. Also ist die Kiste im Grunde genommen 3 Meter breit. 3 Meter. Im Fahrzeugschein vom Auto zum Beispiel steht die Breite ohne Spiegel drin. Wenn jetzt einer sich freut, oh, ich habe nur 1,95 Meter, kann ich durch 2 Meter durchfahren? Weil die Spiegel musst du noch dazu rechnen. Und wenn die links und rechts 15 cm rausragen, dann bist du bei 2,25 Meter. Viel Spaß! Auch warum. Aber ja, sagt, ne? Streufahrzeuge grundsätzlich mal bedanken für den Job, den sie machen. Ja, ja. Deswegen lieber mal aussteigen, wenn man sich nicht sicher ist, sich die Firma, wo man reinfährt, erst angucken. Parkplatz suchen, draußen an der Straße Warnblinklichter einschalten von mir aus. Mal kurz reinlaufen, sich die Örtlichkeit angucken. Mal gucken, komme ich da rein, komme ich rum, wie sieht der Hof aus, ist der Hof sauber, steht da vielleicht irgendjemand drin, gibt es da noch eine andere Ausfahrt, nicht, dass ich rückwärts rein muss, steht vielleicht einer drin, der erst raus muss und dann kann ich reinfahren. Nicht blind reinfahren und sich dann freuen, wenn du mit dem Gliederzug einmal kurz um die Kurve rum und dann stehst du drin, dann steht der andere Kollege, der möchte erst raus, dann musst du mit dem Gliederzug rückwärts um die Kurve wieder rausfahren. Da kriegst du einen Hals. Lieber reinlaufen, mal gucken, Papiere abgeben, mal fragen. Die Kollegen, die vor dem Tor warten, nicht überholen, fragen. Willst du anliefern bei der Firma? Ja, nein, vielleicht. Weiß auch nicht. Mal schauen. Sich nicht vordrängeln. Schnauze. Ja, ja. War doch jetzt eigentlich lang genug aus, oder? Wie sehe ich das? Also Werkzeug hätte ich dabei. Ich könnte mir jetzt rein theoretisch den Regler kaufen. Das geht easy. Das geht ganz schnell. Hinten zwei Schrauben aufmachen, Regler rausnehmen, neuen Regler reinmachen, zwei Schrauben hin, fertig, feier. Vielleicht noch ein bisschen Kabel hier und da. Das war's dann auch. Also ein Lichtmaschinenregler auswechseln ist Kinderspiel. Muss vielleicht hier Führer auskippen. Das ist aber Bibifax. Das Werkzeug, zum Glück liegt das da drüben, die Stange.
zum Auf- und Zumachen. Das ist wie ein Wagenheber, im Grunde genommen. Das ist wie ein Wagenheber. Da ist eine Schraube. Einmal 180 Grad gedreht, geht er auf. Einmal 180 Grad zurück, geht er zu. Dann steckt man die Stange rein, in diese Vorrichtung. Und dann pumpt man. Wie beim Wagenheber. Und dann hebt sich das Führerhaus und kippt nach vorne. Beim Actros zum Beispiel macht man erst die Motorhaube auf. Na, hier vorne das Teil macht man auf, weil, wenn man die Motorhaube nicht aufmacht und das Führerhaus kippt vor, dann zerdrückt die Motorhaube. Das ist immer so, steht auch. Man sieht es auch an der Windschutzscheibe. Motorhaube öffnen, bevor man das Führerhaus kippt, weil sonst die Motorhaube beschädigt wird durch das Kippen. Wenn man es nicht macht, hat man ein Problem. Aber wenn das Führerhaus das Kippen anfängt und man merkt, oh, ich habe die Motorhaube vergessen, den Führerhaus hältst du nicht. Ab einem gewissen Punkt kippt das Ding nach vorne. Und keine Sorge, es fällt nicht. Das ist hinten festgemacht, gesichert. Außerdem sind die Hydraulikdämpfer noch dran. Die halten das auch noch. Und zumachen geht genauso. Na, wieder 180 Grad auf zudrehen. Stange rein und wieder pumpen. Und dann geht es voraus wieder zurück. Er blinkt weiter im Mund mit seinem Auto. Das juckt den LKW-Fahrer nicht. Das juckt ihn davon nicht. Das interessiert mich. Zum Beispiel interessiert das nicht, da mache ich extra langsam. Da mache ich extra langsam. Jetzt gerade mal 1250 Umdrehungen und die Lichtmaschine nervt ohne Ende. Die Sicherung für das Scheißding ziehen, aber das geht nicht. Zwei Fehlermeldungen gehen nicht aus. Das ist besser so. Raus auf die